Hallo und herzlich willkommen zu Mechanica. Ja, ich glaube, wir müssen rein. Na, ihr alle? Wer nicht? Nur so ein paar? Also ich habe nicht viel gemacht seit letztem Mal. Diesmal wesentlich weniger. Wir gehen mal nach oben und gucken uns das Schauspiel an. Ja, wenn wir es denn hinkriegen. Oh je. Ich habe hier versucht, was zu bauen, was nicht funktioniert. Wobei eigentlich funktioniert es, aber irgendwie auch wieder nicht. Ich verstehe es noch nicht ganz. Ich wollte mal diesen Messerwerfer einsetzen. Warum habt ihr jetzt keinen Bock mehr? Es geht mir auf den Zeiger, ehrlich, Jungs. Ja, eigentlich möchte ich nicht, dass die hier reingehen, sonst muss ich vorne und hinten aufräumen. Das ist ein bisschen suboptimal. Deshalb gehen wir wieder hinten rein. Das dauert halt immer nur so einen kleinen Moment. Na schön. Scheiße. Ach, weiße. Das ist ein Kreuz. Du bist alle, ne? Du bist wahrscheinlich auch fertig, ne? Gut. Dann geh pennen. Hatten wir so einen schon gebaut hier mit Parkplatz und so? Ich weiß es nicht. Sagt mir das mal, dann gucken wir uns den genauer an, wenn ihr möchtet. Ist kein Problem. Der ist jetzt auch ohne Display, der ist noch nicht ganz so abgedreht, aber die Programme werden komplizierter. Hier kann ich euch auch was zeigen. Wenn ich jetzt hier, siehst du? Licht an, Licht aus, Licht an. Und ab hier ist Licht aus. Also der misst die Entfernung. Der macht quasi das gleiche hier umgedreht. Der sitzt hier unten. Zeigt mir aber keinen Text an. Ich weiß gar nicht, ob ich den Text konfiguriert hatte in dem Fall. Nee, hatte ich nicht. Das ist so ein Entfernungsmesser. Und da habe ich jetzt gesagt, Entfernung 14. Das ist die. Ja, dynamische Entfernung, die er halt so anzeigt, kann man bei dem anderen vielleicht besser sehen. Aber da steht dann halt wieder so ein bisschen mehr drin, weil er das Display mit bei ist. Wobei hier jetzt nicht gerade. Das sind verschiedene Programme quasi. Also Display zeigt quasi nur die Entfernung an. Habe ich einmal so einen Switch-On gemacht. Den brauchst du aber tatsächlich eigentlich nur. Weil du siehst, der ist jetzt aus, aber er zeigt es trotzdem an. Also wenn der einmal aktiviert wurde, dann ist der aktiv. Weil der hier quasi in so eine Schleife läuft und sich selbst dann wieder füttert. Er macht es also die ganze Zeit. Und dieser Wert, den er ermittelt, der wird hier einfach zu einem Text konvertiert und den Text kannst du dann wieder anzeigen lassen. Weil der blaue. Den blauen kannst du nicht in Textfeld laufen lassen, weil das ist ja grün. Grün ist quasi ja, ein String sozusagen. Ne? Und das ist quasi ja kein Integer, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es ist ein numerischer Wert. Ne? Und das Display selber kann halt nur Strings, das ist alles, das kann Text sein, das kann alles sein, was der anzeigen kann. Deshalb muss das einmal konvertieren. Sonst zeigt er es nicht an.
Wenn man sowas einmal kapiert hat, geht's eigentlich. Und hier mit dieser Lampe, dass die dann halt auf Entfernung angeht, das habe ich jetzt über so ein Teil gemacht hier, wo ich dann dynamisch diesen Wert auch ändern könnte, wenn ich wollte. Also ich kann hier jederzeit einstellen, in welcher Entfernung. Muss man so machen, ne? Wenn ich jetzt, nee, 1 Meter mache, dann geht die Lampe auch erst an, wenn ich genau 0, also 70 Zentimeter quasi, das ist jetzt ein bisschen sehr knapp, aber ihr seht, was ich meine. Dann geht die erst bei 1 Meter Entfernung an, ne? Kannst du hier halt quasi jetzt dynamisch einstellen an dem Ding. Einfach, das war einfach nur zum Ausprobieren. Hier gilt das Gleiche, also sobald der einmal eingeschaltet wurde, loopt der das und dann ist den der Schalter eigentlich egal, ob der an oder aus ist. Selbst wenn ich den ausmache, der bleibt nicht aus, der loopt sich hier weiter durch das Geschehen. Aber ist ja okay. Ist manchmal so ein bisschen verwirrend, wie das so funktioniert und wie er das so versteht. Aber ist ja erstmal, ist das noch Early Access und zweitens ist das schon okay, glaube ich. Wahrscheinlich bin ich einfach der zu doof ist in dem Moment. Von daher passt das. Ja, und hier oben jetzt, mal zu dem Thema zu kommen, habe ich eigentlich das Gleiche gemacht. Also, wir haben hier einen Standardwert von 4,8 Meter, ne, den er so hat, wenn da nichts ist. Und sollten 4,5 Meter unterschritten werden, das heißt, da ist ein Roboter, ne, den er sieht, dann soll er ein Messer werfen. Das macht er aber nicht. Er würde aber ein Messer werfen, wenn ich ihm sage, macht das, wenn das nicht so ist. So, jetzt wirft er Messer wie so ein armer Irrer. Die Dinger sind nur rausgegangen, weil ich die auch auf den Knopf gesetzt habe, um mir einmal Party machen zu können. Jetzt hat er aber aufgehört zu werfen. Okay. Das hat er letztes Mal eigentlich nicht gemacht. Können ja jetzt mal so lassen, aber er wirft kein Messer. Au, au, au. Mann, ey. Hör auf damit. Tut doch weh, sowas. Sammeln wir erstmal den Schrott ein. Alter, ich hab ohne Scheiß, achte nur durch den Schrott von den Robotern. Aha, Küsse. Mann, ey. Weißt du, was das Problem an der Sache ist? Wir haben keinen Ton, ne? Und ihr hört auch nichts. So eine Scheiße. Ich habe vergessen, den Ton umzuschalten. Ob ich das mal eben on the fly hinkriege, ich weiß es nicht. Jetzt müsstet ihr auch wieder Ton haben. Ja, ne? Dann habt ihr jetzt wenigstens Ton. Ich habe nicht so einen guten Ton. Das ist mir leider erst jetzt aufgefallen. I'm so sorry. Ich bin so ein Horst. Wie immer. Das wird Mecker geben. Glaube ich. Aber ich lasse das jetzt so. Ist egal. Das waren mal hier pauschal 8, 9 Minuten. Unverschämtheit. Zumindest hat er noch gemerkt. Das ist ja auch schon was wert. Ja, hier oben habe ich noch so ein paar Fundamente drauf gesetzt, aber das eigentliche Problem, was ich euch ja eigentlich letztes Mal schon so zeigen wollte, wenn ich jetzt weiterhin versuche, hier so ein Fundament dran zu setzen, dann snappt der zwar, er setzt es aber nicht. Ich könnte hier quasi, könnte ich das Fundament draufsetzen, weil er hier einfach was hat, wo das mit seinen Füßchen quasi draufstehen kann, ne? Er muss was haben, wo er mit den Füßchen draufstehen kann. Wenn das zu weit weg ist, dann kannst du nicht mehr.
Also kannst du nicht oben dran klatschen. Das ist ein bisschen schade halt. Naja, aber auch, es ist ja verständlich, ne? Wenn man, soll ich mal so machen, ist das vielleicht ein bisschen heller, ne? Da kann man mich auch ein bisschen sehen. Man sieht mich nicht so sehr, nicht wahr? Das ist halt so. Das ist dunkel hier gerade, so ein bisschen. Dunkel nicht, aber so ein bisschen düster. Aber pass mal auf, ich wollte noch was machen. Ich wollte noch was ganz anderes machen. Mal unabhängig von diesem Fundament. Da hinten. Ja, wir müssen uns erstmal hier irgendwo so ein Knöpfchen hinmachen. So ein Knöpfchen. Ich überlege gerade, wo ich das hinsetze. Das ist alles so ein bisschen. Alter, was ist denn los mit euch, ey? Ihr seid echt aggressiv. Ja, komm noch rein. Die anderen beiden wollen wieder nicht, ne? Vielleicht gehen die ja noch los, wenn der direkt da weg ist. Das wäre, würde mich eigentlich freuen. Pass mal auf, am besten wäre eigentlich, weil hier oben kann ich auch ein bisschen was sehen. Ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet. Aber nur ein bisschen. Weil hier oben möchte man natürlich auch so ein klein bisschen Überblick haben, ne? Und dann setzen wir hier Fenster rein, obwohl. Ja, komm, wir setzen. Einfach weil es schöner ist. Wo man dadurch ja weniger sieht, ne? Wenn ich so mache, hast ein bisschen mehr Durchblick, ne? Und hier setzen wir uns ein Knöpfchen hin. Jetzt gehen wir auf Tour. Batterien. Batterien haben wir. Und ihr werdet gleich. Nee, komm, ey, Scheiße. Wir müssen uns beeilen. Dann schaffen wir das. Fuck. Oh nein, keine Ausdauer. Lauf, lauf, lauf. Ich habe extra hier das Ding da ein bisschen hochgestellt. Das ist aber eigentlich auch doof. Ich weiß nicht, ob ich von da die Batterien da reinkriege. Lass uns das hier hinstellen. Hier so. Die stehen ja eigentlich hier so. Zwei Batterien rein. Und jetzt gucken wir mal, wie weit man so ein Knöpfchen ziehen kann, ne? Ich muss jetzt gerade die ganze Zeit die Maustaste gedrückt halten. Dann würde ich den nämlich gerne von da hinten aus quasi. Ihr wisst, was ich meine. Dann brauchen wir da nämlich gar nicht hinlaufen, um die zu erlösen. Wir wollen die ja erlösen. Wir sind ja eigentlich, sind wir ja ganz nett. Zack. So. Einmal rein. Tja, jetzt kommen die Kollegen wieder. Eigentlich kann man ohne Fenster besser sehen, ne? Vielleicht sehen wir jetzt auch mal, dass sich der Wert ändert. Allerdings. Also, ich habe schon gesehen, dass er unter 4 Meter gefallen ist. Der hat aber trotzdem kein Messer geworfen. Es passiert aber eher selten. Das wollte ich eigentlich mal sagen. Es passiert, siehst du jetzt. Er wirft aber kein Messer. Verstehe nicht wieso.
Und warum ihr da wieder so doof rumsteht, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ihr wollt mich doch einfach nur ärgern. Ihr wollt mich doch einfach nur ärgern. Was ist denn hier los? So, womit das geklärt wäre. Warum ist das hier so? Die sind verhakt, ne? Ich habe hier noch keinen neuen Knopf hingemacht. Ich kann die auch nicht manuell auslösen. Hör ich da schon wieder welche? Richtig verhakt, ey. Was mache ich denn jetzt? Das ist ja suboptimal. Jetzt muss ich auf Roboter hoffen, die kommen, um das Problem zu lösen. Das ist so viel Zeug, was die liegen lassen, ne? Jetzt kannst du da natürlich auch nicht reingehen. Kriegst sofort einen mit einem Laserschwert, wenn du da zu nah rangehst. Deshalb müssen wir hinten reingehen. Es ist scheinbar nicht die perfekte Lösung, die ich gefunden habe. Aber vielleicht, wenn man einen von denen ja ein bisschen höher, den anderen ein bisschen tiefer setzt, damit die sich nicht in die Quere kommen. Ich denke aber, dann geht es auch wieder. Ich habe aber keinen Bock, die jetzt gerade alle wieder oder beziehungsweise zumindest den einen wieder neu einzustellen. So, wir wollten doch unseren. Sind da jetzt noch welche? Wir programmieren einfach mal den Erlöser hier. Und zwar On-Button-Push. Oder hinten, da sind sie auch wieder so unterwegs, ne? Tesla Coil On, Tesla Coil Off. Dann mal eben ein kleines Wait dazwischen. Mein Vorschlag wäre hier 5 Sekunden. Also ein bisschen. So machen, an, warten, aus. Wir wollen ja die Batterien sparen, ne? Na, da scheint schon was zu passieren. Irgendwas lebt da noch. Aber wenn der so spritzt, ne, dann lebt da doch mal was, oder? Ich mach mal nochmal an. Oh, der da. Ne, jetzt habe ich. Also jetzt spritzt er nicht mehr. Also muss alles kaputt sein jetzt. Ich hoffe, die ist jetzt auch aus. Sonst sind die Batterien futsch. Ja. Schade, das funktioniert nicht. Mit dem Messerwerfer ist aber sowieso doof. Eigentlich wollte ich für die Sache dann auch Turrets einsetzen. Weil ein Turret schießt ja nicht auf mich. Wäre dann der Vorteil da dran. Und siehst du, jetzt kommt wieder ein bisschen Licht von draußen rein. Jetzt sieht man mich auch wieder, ne? Ich sitze nur ein bisschen weit unten, deshalb sieht man mich weiter unten. Aber wenn ich da wieder, wenn ich mich so hinsetze, dann sieht man mich, deshalb habe ich das so eingestellt. Also falls ihr euch wundert, dass ich manchmal zu weit unten sitze, ich rutsche einfach zu tief in meinem Sessel herunter. Ich sitze immer falsch. Ja, das ist nicht gut, ich weiß, aber das ist leider so, wie es ist. Was mache ich denn jetzt hier? Ich warte erstmal, wenn welche kommen. Vielleicht befreien die mich von der Misere. Was mich auch ganz schwer interessieren würde, das wollte ich eigentlich, wollte ich das offline machen. Weil ich glaube, das ist wieder eine längere Angelegenheit, wenn wir so einen Buddybot haben, ne? Ich habe einfach keinen Platz in der Bude. Ich habe einfach keinen Platz, Mann. Ich glaube, den werde ich hier. Wir haben auch noch ein Fundament, ne? Das große Problem, was ich nur habe, ist.
Angst. Angst, Angst essen Seele auf. Deshalb setzen wir erstmal ein Fundament hin. Ich glaube, das war echt um Sackhaaresbreite hier mit der Höhe, dass das hier noch hingeht. Wände. Ich habe auch noch andere Wände. Erst aus. Ich glaube nicht, dass die hier so schnell hochkommen. Da sind sie doch. Ja, bleibt mal ruhig. Ich mache jetzt einfach mal, bin einfach mal so frei und mach mal so. Aber hier, damit man vielleicht rausgucken kann. Mal hier so eine hin. Oder will ich da rausgucken? Weil hier haben wir eigentlich gar keine. Ich mache hier auch mal so eine hinkommen. Fenster rein. Jetzt können wir. Mein schönes Gerät. Sind die noch verbunden? Das ist ja interessant. Die sind noch verbunden. Das Problem ist jetzt natürlich nur, wenn du aufhebst jetzt, dann hat sich das erledigt mit dem Verbinden. Ne? Da komm ich, habe ich einmal hingekriegt, kriege auch nochmal hin. Scheiß der Hund drauf. Und die Lampe fällt übrigens nicht runter. Warum auch immer. Der auch nicht. Okay. Es fallen halt manche Sachen runter. Dafür brauchst du diese. Habe ich davon zufällig? Nein. Dann machen wir die. Roof Filler. Ach nein, da kann ich sie natürlich nicht nehmen. Und irgendwo hier sind sie. Schade, dass man nicht so eine Möglichkeit hat, so mit einem Knöpfchen einfach mal eben so schnell das Inventar zu sortieren oder so. Das wäre auch noch ganz nett. Ich glaube, ich brauche noch so einen Rooffiller. Also einmal hier, was weiß ich, auch mittlere Maustaste oder so, dass der dann zumindest die Sachen, die er zusammenfassen kann, einmal zusammenfassen würde. Fände ich ganz nett. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Wie wäre es mit einem Dach? Der Witz ist, ich habe eins. Da. Das Einsetzen ist manchmal ein bisschen tricky. Könnt ihr vielleicht mal auf der anderen Seite, damit der sich löst? Nein. Das hat weh. Ah, da sind sie. Und das hat geklappt? Ja, geht doch. Hat sich von alleine gelöst, unser Problem. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, hier ist das. Hier könnte das Gleiche passieren, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Heide Witzka. Ihr seid ja wieder sauer. So ein Nackenschlag. Unverbesserlich, die Jungs, unverbesserlich, wirklich. Ja, ist ja der wäre durchgekommen. Wie gewonnen, so zerronnen. Jetzt hängen die auch zusammen, siehst du? Ah, jetzt haben sie sich gelöst, okay. Das ist in Ordnung. Was wollte ich? Ich wollte was ausprobieren. Der ist jetzt auch irgendwie über. Und hier fehlt jetzt wieder so ein Filler. Mann, das kostet alles Milliarden, Leute. Wo ist er?
Da. So. Ausprobieren. Was heißt ausprobieren? Wir stellen erstmal das Schätzelein dahin und machen uns nur ein kleines Programm, damit der uns nicht auf den Sack gehen kann. Weil wenn du da jetzt einfach... Das ist doof, der ist eigentlich doof. Ich wollte für dich eigentlich sowas haben. Wenn du da einfach so eine Batterie reinsteckst, dann hast du den ja am Arsch. Ne? Die sind ja liebenswert. Ich sag ja gar nichts. Ne? Aber wenn der dich dann verfolgt, wie so ein armer Irrer. So, on switch off, Buddybot. On, Buddybot off. Damit wir den auf die Schnelle schon mal steuern können. So, testen wir mal. Und jetzt wird er dir, er wird ja alles für dich tun. Ne? Er weiß nicht was, aber er würde alles für dich tun. Und er geht nicht aus. Finde ich super. Ach so, jetzt ist er aus. Habe ich den wieder angemacht? Komisch. Außerdem könnten wir dem direkt so ein Ding geben. Ob das jetzt wichtig ist, weiß ich nicht, aber einfach weil es schöner ist. Und zwar Go to Marker. Automarker, turn off. Ja. Weißt du ehrlich, ey. Da ist der Marker. Ausgezeichnet, wie die immer so hinfliegt. Platt. Und was ich mich jetzt frage, wir können Pick up Item from Pick up Point. Was ist ein Pick up Point? Wenn ich jetzt einen Marker nehme, den stellen wir jetzt hier hin. Und jetzt werfen wir die Sachen dahin. Machen wir eine Kiste. Komm, wir machen ihm eine Kiste. Er muss ja auch wissen, wohin damit. Ist ja nur ein Test. Hier, Kiste. Und zwar haben wir eine so Turn on. Die beiden sind erstmal für aus, nicht so wichtig. Pick up item from storage box. Pick-up-Point. Ich denke mal, das geht tatsächlich nur, gucken wir, ob wir den überhaupt setzen können. Nee. Scheiße. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass ich dem sagen kann, räum den Scheiß da auf, verstehst du? Ich weiß zwar noch nicht, wie ich der Anlage dann beibringen, mein Roboter nicht totzuschlagen. Das müssen wir dann auch gucken. Aber das wäre eine Sache, das fände ich total geil. Wenn ich die aufräumen lassen könnte. Ich gucke mir das mal nochmal an, ob ich da was rauskriege.
Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen, auch wenn am Anfang der Ton ein bisschen ranzig war. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lopsi. Tschö.